Hallo und herzlich willkommen beim Harburger Lokschuppen. Liebe Modellbahnfreunde der Spurweite H0, ich habe hier ein Fleischmann-Modell der Baureihe 141 der Deutschen Bundesbahn AG unter der Artikelnummer 392875. Insider wissen natürlich, es handelt sich also hierbei um ein Wechselstrommodell für das MacLean-System. Ausgestattet mit einem Digital-Soundbaustein. Ich nehme es mal gleich vorweg. Wir kennen mittlerweile viele Soundlokomotiven und auch ihre Soundfiles, die dort aufgespielt worden sind. Aber dieses Modell überrascht doch mal mit außergewöhnlichen, ich sag mal, Geräuschen bzw. auch Ansagen, die eigentlich nicht so oft aufgespielt werden. Sie sind zwar nicht immer unbedingt typisch, aber vielleicht auch mal, wenn das Modell im Bahnhof steht und man drückt einfach diese Taste, um dann einen allgemeinen Effekt und Sound zu haben. Fangen wir mal an. Wir haben insgesamt F21, das heißt, wir haben 21 unterlegte Funktionen und da beginne ich mal mit der F21-Taste von hinten an. Das ist eine Situation am Bahnsteig eines einfahrenden Güterzuges. Das heißt, diese Soundfiles dauern alle ein bisschen länger. Also finde ich zum Beispiel sehr interessant, wenn die Lok am Bahnhof steht und sie kommen anderweitig mit dem Güterzug rein und halten dort dann einfach diese Soundtaste zu drücken. F20, ebenfalls eine Situation am Bahnsteig, ein durchfahrender Güterzug. F19, auch nochmal Situation am Bahnsteig, ein einfahrender Güterzug. Dann F18 haben wir eine Bahnhofsdurchsage. F17, ebenfalls nochmal eine Bahnhofsdurchsage. Sicherheitshinweis, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. So, dann haben wir F16, ein Fix-Diesel-Stufe, ist ein fixer Sound, unabhängig von der Geschwindigkeit. Also das können wir dann im Fahrbetrieb zeigen. F15 haben wir den Sandkasten, also das Sanden ein und aus. F14 haben wir nochmal eine Bahnhofsdurchsage. Die kennen wir mittlerweile, wird des Öfteren verwendet. Dann F12, Innenbeleuchtung, die Führerstandsbeleuchtung. Moment, das haben wir Durchsage, Innenbeleuchtung F12. Haben wir auch drin. Und der Kuppler ist unter F13. F11 ist dann auch nochmal die Führerstandsbeleuchtung auf der anderen Seite. Dann haben wir F9 den Rangiergang. Dann F8 Spitzenlicht, jeweils eine Seite ein- und auszuschalten.
Das kann man sehen. So, dann haben wir F7, ebenfalls Spitzenlicht, hinten für rotes Schlusslicht ein- und auszuschalten. F6 haben wir die Anfahr- und Bremsverzögerung. F5 ist der Kompressor. F4 haben wir hier den Schaffnerpfiff. Dann F3, Pfiff kurz, der Lok. Und F2 ist der Pfiff lang. So, dann machen wir Betriebsgeräusch an. Wollen das Modell ja auch fahren hören und sehen. So, dann fahren wir mal zurück. So, Umbetriebsgeräusch aus. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, euer Harburger Lokschuppen mit einem letzten Pfiff. Tschüss, bis zum nächsten Mal.